Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich den zweiten Isomorphiesatz. Um den zweiten Isomorphiesatz zu zeigen, brauchen wir den ersten Isomorphiesatz. Also wer von euch den noch nicht gesehen hat, ich habe ein Video auch dazu gemacht, das steht in der Playlist Algebra. Oder vielleicht kennt ihr den ersten Isomorphiesatz einfach aus der Vorlesung. Den brauchen wir jetzt also hier. Und jetzt also zum zweiten Isomorphiesatz. Das ist folgendes. Wir haben eine Gruppe G. Und wir haben zwei Untergruppen, H und K. Das ist hier ein großes K. Und H soll nicht einfach eine beliebige Untergruppe sein, sondern soll eine normale Untergruppe von G sein. Und dann ist die Aussage vom zweiten Isomorphiesatz, dass K durch H geschnitten K isomorph ist zu HK durch H. So, der Beweis. Zunächst mal ist es so, HK ist eine Gruppe, weil wir annehmen, dass H normale Untergruppe von G ist. Also macht dieser Ausdruck hier Sinn. Also wir können diesen Quotienten HK durch H betrachten. Naja, eigentlich müssen wir dafür ja auch noch klären, dass H auch eine normale Untergruppe von HK ist. Aber H ist ja nach Voraussetzung eine normale Untergruppe von G. Und HK ist, wie wir gerade gesagt haben, eine Untergruppe von G. Also ist H auch normale Untergruppe von HK. So, und jetzt macht es also Sinn, hier diesen Quotienten zu betrachten. So, und die weitere Idee von dem Isomorphiesatz ist jetzt eigentlich mit dem ersten Isomorphiesatz völlig naheliegend. Nämlich, wir wollen eine Abbildung haben von dieser Untergruppe K in diese Quotientengruppe HK durch H und der Kern soll eben gerade H geschnitten K sein. Dann folgt also diese Isomorphie hier, die wir zeigen wollen nach dem ersten Isomorphiesatz. So, jetzt ist ja jedes Element hier aus dieser Quotientengruppe HK durch H von der Form HK H und wir wollen jetzt sehen, dass wir dieses HKH auch schreiben können als KH. Und ja, da kommt uns zu Pass, dass H nach Voraussetzung eine normale Untergruppe ist. Also wir können ja mal schreiben K invers HK. Da haben wir also nichts gemacht, nur hier 1 dran multipliziert. Und jetzt ist also H eine normale Untergruppe, deswegen ist das dasselbe wie K mal H für ein anderes H aus dieser Untergruppe H. So, dann können wir also sagen, HKH ist dasselbe wie KH' H. Dieses H' wird jetzt hier natürlich rein absorbiert in diese Gruppe H. Das ist also dasselbe wie KH. Ja, und das ist ja das, was ich eben angekündigt hatte, was wir zeigen wollten. Das heißt nämlich jetzt, wir haben eine surjektive Abbildung von K nach HKH. Und die können wir auffassen als Einschränkung der natürlichen Projektion, also Einschränkung von dieser Abbildung G durch H. Davon ist das die Einschränkung eben auf die Untergruppe K. Und deswegen ist das ein Homomorphismus, weil eben die natürliche Projektion ein Homomorphismus ist. Also haben wir jetzt einen surjektiven Homomorphismus von K nach HK durch H gebastelt. Und ja, der Kern von der natürlichen Projektion ist H. Ne, wenn wir von G nach G durch H projizieren, ist der Kern H. Und entsprechend ist der Kern von unserer jetzt gebastelten Abbildung eben gerade H geschnitten K. Ja. Und damit haben wir das Resultat, das wir beweisen wollten. Und damit sind wir schon fertig mit dem Beweis vom zweiten Isomorphiesatz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, gebt bitte ein Like.
und Fragen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.